Das sieht so unnormal falsch aus. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen mal wieder hier auf meinem Kanal, Leute. Ja, heute wieder mal mit einem kleinen, saftigen Black Ops 4 Pack Opening Video. Ich habe mir ja mittlerweile geschworen, dass ich für Black Ops 4 keinen einzigen Cent ausgebe, außer als das Spiel selber zu kaufen. Das habe ich bis jetzt auch gut durchgezogen und man bekommt ja mittlerweile auch relativ schnell Kisten. Also ich habe jetzt wieder 74 Kisten angesammelt. Leider ist diesmal keine Waffenbestechung dabei, aber mit den 74 Kisten werde ich jetzt auf jeden Fall ein paar duplikatfreie Kisten ziehen und hoffen, dass wir die ein oder andere gute Waffe bekommen. Vermutlich bekommen wir einfach wieder gar nicht. Bei der nächsten Waffenbestechung, die man ab Level 60, glaube ich, bekommt, würde auf jeden Fall auch wieder mal, ja, ein Pack-Opening kommen, aber das dauert ja noch ein bisschen. Ich werde auf jeden Fall das nächste Pack-Opening dann erst wieder machen, wenn es ein neues Update gibt. Hoffentlich gibt es ein sinnvolles Update wieder mal mit vernünftigen Waffen. Das letzte Mal haben wir die SWAT gezogen und davor haben wir die AA-50 Javelina gezogen und davor haben wir in einem Pack die Argus und noch eine Shotgun gezogen. Digga, komplett los. Auf jeden Fall würde ich sagen, labern wir gar nicht lang, legen wir los. Das erste Pack ist da. Komm schon, irgendwas Sinnvolles. Komm schon, gib mir irgendwas Geiles. Ich brauche eine geile Waffe. Komm schon. Das habe ich gebraucht, auf jeden Fall. Nächstes Pack. Wir haben jetzt noch 11 Packs, direkt weiter. Komm schon, einfach irgendwas, irgendeine Waffe, irgendwas Geiles. Komm schon, irgendeine coole Tarnung eventuell. Komm schon. Ah ja, ah ja. Schon wieder die Kloschüssel. So, nächstes Pack. Ah ja. Digga, was sind das für Gesichtsmalungen? Digga, kann man sich gar nicht... Das ist... Ah, diesmal denke ich nicht, dass es eine Waffe ist. Diesmal habe ich mich, ja, halbwegs dran gewöhnt. Aber die Tarnung sieht halt mittlerweile schon hart scheiße aus, weil sie gefühlt jeder hat. So, komm, nächstes Pack. Wollen die mich verarschen? Ich bekomme jedes Mal dasselbe. So. So, so, kommt schon. Ja, die Tarnung ist auf jeden Fall nice. Also die habe ich auch schon für die Koschka, die Tarnung. Sieht auf jeden Fall ordentlich fresh aus. Ist auch reaktiv. MK2. Jawohl, Digga. Wenigstens eine neue Waffe. Digga, nice. Tigerhai MK2 ist am Start. Ist jetzt auch relativ neu dazugekommen. Digga. Wenigstens mal eine sinnvolle Waffe. Und ja, weiter geht's. Komm, direkt noch eine Waffe, das ist ja zu heftig. Ja, Basketballkorb, weiter, weiter, komm schon. Ah, oh, Digga. Ah, naja. Aber bis jetzt bin ich auf jeden Fall mega zufrieden, denn, ja, eine Waffe ist schon mal besser als keine Waffe. Komm. Ich muss die Locos endlich mal ziehen. Ich brauche sie. So, jetzt habe ich noch eine duplikatfreie Kiste und da muss jetzt was drin sein. Schade, jetzt haben wir noch zwei normale Koffer. Ich denke nicht, dass da was drin sein wird. Aber mal schauen, vielleicht haben wir ja Glück. Komm schon. Ja, 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 ja. So, letztes Pack. Mit dem C. So. Oh. So, auf jeden Fall mit dem Tigerhai bin ich auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden. Ist immerhin eine Waffe, die man spielen kann. Nicht so wie die ein oder andere Waffe, die ich jetzt auch schon gezogen habe. Und ja. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr mehr Pack-Opening-Videos sehen wollt, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Und ja, würde mich auf jeden Fall mega freuen. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr natürlich auch gerne kostenlos ein Abo da lassen. Schreibt mir eure Meinung gerne dazu in die Kommentare. Was habt ihr so in den Kisten gezogen? Habt ihr schon alle neuen Waffen? Schreibt es mir in die Kommentare und aktiviert die Glocke. Und das wär's für mich heute. Haut rein. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Peace.